Beziehungsweise, dass sie da festgetackert ist. Das ist die Hose von Titanic. Ja. Glaubst du? Ja, bestimmt. War die schlecht drauf? Nein, eigentlich nicht, aber... Hey, vielleicht mit den Jahren. Nee, komm schon. Naja, okay. Wieso, ach, wenn wir beim Thema wären, Mensch, wieso bist du so schlecht gelaunt? Wieso bist du so schlecht gelaunt? Du wärst auch schlecht gelaunt, wenn ich dich an den Bunkern des Schiffs nageln würde. Auch wieder wahr. Flo, möchtest du mein offizielles Schiff sein? Möchtest du mein offizielles Schiff sein? Möchtest du mein Anker sein? Wow. Was geht hier? Nein, glaube nicht. Im wörtlichen oder übertragenen Sinne, als Kapitän bin ich besser, lassen wir es Ankerthema. Ich glaube, als Kapitän wäre es besser. Als Kapitän bin ich besser. Wie lange warst du eigentlich Hotelpage, bevor sie dich befördert haben? Im wörtlichen oder übertragenen Sinne? Wie soll ich dir das erklären? Verwandle dich in eine Qualle und vertrockne am Strand. Nein, ich glaube nicht. Ja, dann verzieh dich, Kleiner. Versperrt mir die Aussicht. Sprechen wir von was anderem. Klobürste Freeboot. Boah, ey. Guybrush. Sie ist so... Ah, Gott. Guybrush. Sie ist so nervig. Ich hab einen Bus. So, jetzt brauchen wir erstmal das hier. Genau so. Dafür eine Halskette mit Gaillonsfigur. Boah, ey. Weißt du, er ist so nett zu ihr und so. Kopf von ihm, lass mal. Eigentlich ist er ja total nett. Wo kommt denn der Stift hin? Auch an den Hals. Was willst du eigentlich von mir, du Sockenbügler? So, da, jetzt hängt das da und jetzt kriegt sie noch die Karte von uns. Here we go. Mit Gaillonsfigur. Und jetzt aufpassen und staunen. Oh. Soll ich dir vielleicht dieses große, schwere Gemälde abnehmen? Ja, würde dir nichts ausmachen. Weißt du, was mir besonders gut stehen würde? Dein Blut an meinen Händen. Eine Frage, du weißt nicht zufällig etwas über die ultimative Beleidigung, oder? Ultimative Beleidigung kannst du haben, Blödmann. Heißt das eventuell? Ja. Weißt du, wo sie ist? Woher zum Achterdeck soll ich das wissen? Siehe Stift. Nimm dich von diesem Kerl in Acht. Er denkt nur, weil ich an einem Schiff hänge, kenne ich jede verdammte Insel der sieben Meere. Boah, was für ein Speigertlecker. Oh, seht mich an. Ich bin Guybrush Creepshot. Ich bin ein mächtig dämlicher Pirat. So unfreundlich. Schwing, schwing. Moll. Weißt du, wie sie aussieht? Bist du taub? Also noch mal zum Mitschreiben, du faulner Eimer Heiköder. Ich weiß nichts über deine dämliche Beleidigung. Sieh dich doch mal an. Läufst herum, als hättest du einen Buchspin im Himmel. Hey, was ist denn jetzt los? Hier spricht euer Kapitän. Alle Mann an Deck. Wir legen ab. Oh, großartig. Und wohin geht die Reise? Jambalaya Island. Die Heimat der ultimativen Beleidigung. Jambalaya Island? Was ist das für ein Name? Kennen Sie den Kurs, Mr. Käse? Ei, ei. Er kennt alles. Dann folgen Sie ihm auch. Elaine? Mal sehen. Ah, richtig, ein Abschiedskuss, saubere Unterwäsche. Ich glaube nicht, das Schiff ist vollgestopft mit Schweinespeckdruck und Mädchenbüchern. Was zur Hölle? Ich würde den Abschiedskuss nehmen. Ja, das ist schön. Na, richtig, den Abschiedskuss. Schätzchen, nein, du hast vergessen, mir das Gouverneurssiegel zurückzugeben. Oh, ja, ja.
Und oder verflucht? Was? Hey, ein schlechter Affe! Lol. Mr. Käse, wäre es nicht einfacher, den Taifun am Horizont zu umsegeln? Ich liebe es, mir übertreibt, ey. So lustig, ey. Mann, das war eine schreckliche Reise. Dein lauer Regierungsjob rechtfertigt diesen ganzen Mist. Willkommen auf Jambalaya Island, der Heimat säbelrasselnder Piraten und gefährlicher Voodoo-Flüche. Und schäbiger Themenrestaurants. Und lästiger Touristen. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das ist ein völlig normales Piratennest. Das Fest in der Hand der Tourismusindustrie ist. Oh, sie hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Oh, ich brauch was zu trinken. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten reparieren. Ich bleibe hier und bewache das Schiff. Ja, schön. Sehr schön. Schön, schön blöd. Schubberling hier. Oh, Mist Käse. Los, ich hau das Boot mit ein. Aus dem Holzknüppel. Oder... ohne Axt. Oder... nein, das ist ein Fernglas, oder? Das ist never ever ein Hammer. Das sieht komisch aus, egal, lass. Oder ein Stock, keine Ahnung. Ich hau das Schiff mit dem Stock. Willkommen auf Jambalaya. Oh, schön. Und das ist voll ein großes Schiff. Aber ja, es ist rosa. Wirklich alles rosa. Ey, das ist so eine penetrante Farbe. Ich hasse rosa. Und Volleyball jetzt! Ich habe einfach keinen Draht zu Volleyball. Ich schon. No. Armer Guybrush. Ja, muss ich mal mit zusammen mit mir spielen. Mhm. Ich kann auch nicht wirklich gut Volleyball. Ich weiß zwar, wie man aufschlägt und so, aber... oh, ich kann richtig gut Volleyball. Ich hab richtig Spaß dran. Oh, schön. Wow, ich mach mal einen Zwischenspeicher. Speicher. Machen gleich noch weiter, keine Sorgen, Leute. Oh. Betrachte Schiffe. Ach. Stretching. Stretching Cat. Cat Stretching. So, da würde ich mal sagen, gebt uns eine Minute, es geht leicht weiter, Leute. Momento.